Moin zusammen, hier ist wieder euer Kev und bei mir gibt es heute Pizza und zwar meine Lieblingspizza mit Salsiccia und Steinpilzen. Dabei zeige ich euch gleich, wie einfach und schnell Pizzateig selbst zu machen ist. Viel Spaß dabei! Als erstes starten wir mit dem Pizzateig. Dafür brauchen wir eine große Schüssel und ansonsten braucht ihr eigentlich eine Handvoll Zutaten. Das ist Mehl, das ist Hefe, das ist Wasser, Olivenöl, Salz und Zucker. Also, nehmt euch einfach Mehl rein in die Schüssel, dann macht ihr euch so eine kleine Mulde. Und da bröselt ihr die Hefe rein. Dann kommt als nächstes Zucker rein. Das ist der Nährstoff für die Hefe, damit der Teig so richtig schön aufgeht. Dann noch einen Schuss Olivenöl und lauwarmes Wasser. Auch das regt die Hefe an. Und dann am besten mit einer Hand von innen nach außen immer locker verkneten. Ich persönlich finde, man kann das natürlich auch mit einer Küchenmaschine machen, aber mit der Hand ist da sehr viel mehr Amore drin und dadurch hast du einen richtig geschmeidigen Teig. Und dann kommt ein saures Geschirrtuch drauf, für ca. 60 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. Jetzt können wir uns um den Belag kümmern und da ist der Star des Ganzen natürlich der Steinpilz. Wichtig ist bei Pilzen nicht waschen, also nicht mit Wasser im Wasser waschen, weil ein Steinpilz ist ja ein Schwamm und saugt sich mit Wasser voll und das wäre natürlich eine Katastrophe. Also einfach mit einem kleinen Messer hier vorne, da wo Erde ist, abschaben und wenn es ein bisschen gröber sein sollte, schnappt ihr euch einfach eine Bürste und könnt den Pilz abbürsten. Jetzt geht es ans Schneiden und ich finde es immer schön, wenn man noch so ein bisschen erkennt, dass es ein Steinpilz ist. Das heißt, ihr schneidet den so längs runter in nicht zu dünne Scheiben. So, nach den Steinpilzen kümmern wir uns um unsere Tomaten. Ja. Ich koche jetzt keine klassische Tomatensoße, wie man das von der Pizza kennt, sondern ich nehme diese kleinen Kirschtomaten, die so richtig fruchtig sind und die werden die Basis der Pizza. So, als zweites haben wir hier natürlich noch Rucola, den einfach nur waschen, dann ist der top. Und der zweite Star, die Salsiccia. Salsiccia ist eine italienische Bratwurst mit Fenchel und das ist immer eine frische Bratwurst, das heißt, die ist nicht gebrüht und die kriegt ihr an der frischen Theke. Und zwar schneidet man dann hier vorne nur die Spitze ein und kann dann dieses Brät wunderbar so herausdrücken und das dann gleich auf die Pizza. Das ist eine richtig leckere Geschichte. So, alles vorbereitet und geschnitten. Jetzt schauen wir, wie der Pizzateig geworden ist. Den holen wir uns jetzt und dann kriegt der richtig einen auf die Mütze und wird schön ausgerollt. Unsere Arbeitsfläche ist schön bemehlt und da kneten wir jetzt richtig kräftig unseren Teig aus. Und wichtig ist da einfach immer schön über den Handballen das Ganze. Und dann kriegt man einen richtig geschmeidigen Pizzateig. Und dann geht es auch schon ans Ausrollen. Natürlich muss ein original italienischer Pizzateig möglichst dünn sein und möglichst heiß gebacken sein. Und dann ist es wie bei eurem Lieblingsitaliener. Jetzt können wir zum Belegen und da starte ich mit meinen Kirschtomaten, die einfach schön hier drauf verteilen. Auf die Tomaten jetzt Olivenöl drauf und dann nehmt ihr euch geriebenen Mozzarella, natürlich unsere Steinpilze und für die Würze natürlich die Salsiccia, die sind so kleine Salsiccia-Würzinseln auf der Pizza. Jetzt noch ein bisschen Olivenöl on top. Der Ofen ist vorgeheizt auf absolute Maximum Power Unterhitze. Ganz wichtig, immer Unterhitze nehmen, damit der Pizzaboden von unten schön kross und knusprig wird. So, und ab in den Ofen mit der Pizza. So, die Pizza ist im Ofen, die braucht so ca. 15 bis 25 Minuten. Vertraut da euren Sinn. Wenn sie so richtig knusprig, krachend, lecker aussieht, dann ist sie fertig. Wow, guck mal hier. Erstmal duftet es geil und dann haben wir so einen richtig krossen Boden. Und da kommt jetzt einfach der frische Rucola drauf. Ein bisschen verteilen. Am Schluss frische Parmesanspäne. Und fertig ist meine Lieblingspizza mit Steinpilzen und Salsiccia. Die muss ich jetzt probieren. Das ist Italien pur. Super lecker. Das war meine Lieblingspizza. Super dünner Boden, krachend kross. Macht's mal nach. Bis zum nächsten Mal, euer Kev.